Hallo liebe Freunde des gehobenen Filmgeschmacks, hier ist Arthur Jung aus der Cinema-Redaktion. Weihnachten findet dieses Jahr schon am 17. Dezember statt, weil dann nämlich Star Wars startet. Der Episode 7, der neue Film von genialen Regisseur J.J. Abrams, der noch jedes brachliegende Franchise wieder belebt hat. Alles, was Sie wissen müssen über den am meisten erwarteten Film des Jahres, hier in dieser Ausgabe. Losgehen, kaufen. Mein zweiter Tipp, kommt sie teurer, kostet sie nämlich eine Kinokarte, wenn sie ihn denn annehmen wollen. Es geht um Kind 44. Vorsicht, ich bin etwas voreingenommen, denn ich bin ein großer Fan von Tom Hardy, dem Hauptdarsteller. Den kann ich eigentlich bei jedem zugucken und ich finde den jedes Mal begnadet gut. So auch hier, Kind 44 ist ein Thriller, der in stalinistischen Russland der 50er Jahre spielt. Es geht um einen bis dato linientreuen Geheimdienstoffizier, Tom Hardy, der mit seiner Regierung in Hader gerät, als er eine Kinderleiche entdeckt, die offensichtlich missbraucht, misshandelt und ermordet wurde. Ganz furchtbare Geschichte, aber seine Vorgesetzten wollen nichts von Mord hören, sie sagen, das ist ein Unfall. Und hängt damit zusammen, dass in Stalins Welt Mörder einfach nicht vorkommen. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und deswegen, weil auch keiner anecken will, tarnt man das Ganze Unfall. Macht Hardy nicht mit. Er sagt sich, nee, das geht nicht. Und bringt sich und seine Familie damit in höchste Lebensgefahr. Nur weil er versucht, die Wahrheit herauszufinden. Tatsächlich, der Film ist super spannend, überhaupt die Atmosphäre, oh, wirklich beklemmend, dieses triste, Sepia angehauchte Russland, oh, nee, da möchte man nicht tot über den Zaun hängen. Ganz ehrlich, das ist schon super. Der Film will ein bisschen zu viel, er will ein bisschen zu viel Systemkritik, will ein bisschen zu viel Thriller sein. Es ist so ein bisschen unausgegoren, aber nichtsdestotrotz, also Tom Hardy zugucken macht richtig Spaß, die Geschichte ist wirklich spannend und die Auflösung, na, Sie werden sehen. Kind 44 im Kino, hat mir gut gefallen, ich hoffe Ihnen auch, viel Spaß, bis demnächst, Ihr Arthur Jung aus der Cinema-Redaktion.